Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein wenig mal außer der Reihe, wieder mal von Balkonien bei 38,8 Grad hier in der knackigen Sonne. Ja, was brauchen wir denn noch einen Spanienurlaub, wenn wir das Ganze hier schon auf dem Balkon haben? Ja, also heute geht es mal um ein recht kontroverses Thema, gerade in Angesicht der E-Mobility-Parade, Entschuldigung, jetzt am 15. Juni hier in Berlin, die ja für die Elektromobilität, für die alternativen Antriebe halt da sein soll, dafür da sein soll, dass es in der Stadt sauberer wird, dass es ruhiger wird. Und da komme ich heute mit meiner sehr kontroversen Frage an. Ist Berlin pro oder contra Elektromobilität? Und warum ich dieses Thema jetzt anschneide, zeige ich euch nach dem Intro. Also bleibt dran. Komme ich zu dem Thema bzw. dazu zu fragen, ob denn Berlin nun pro oder contra der Elektromobilität ist. Ja, wie ihr alle wisst oder die meisten von euch wissen, habe ich schon mal ein Video drüber gebracht über die Ladeinfrastruktur hier in Berlin bzw. ganz speziell hier auch in Spandau. Und da sieht es ja nun mal nicht gerade so rosig aus. Und damals habe ich schon die Frage gestellt, was ist eigentlich los? Und ich bin ja auch hingegangen und habe den Senat angeschrieben. Ich habe das Bezirksamt angeschrieben und das wurde dann auch weitergeleitet zum Straßenbauamt. Und dann kam irgendwie, ich weiß nicht, welche Abteilung noch reinkam. Und andauernd wurde meine Frage weitergereicht an den nächsten, aber beantwortet wurde sie eigentlich bis heute noch nicht. Und meine Frage war halt damals gewesen, beziehungsweise meine Beobachtung, dass wir gerade hier in Spandau und nicht nur hier in Spandau, ich sehe das auch in anderen Bezirken, sehr viele Ladesäulen haben, wo keine Beschilderung dran ist. Das spricht, die Ladesäulen sind permanent zugeparkt. Und das ist natürlich für Leute, die sich dafür interessieren, vielleicht mal ein Elektroauto zu kaufen, ist das Abschreckung Nummer eins. Da stellt sich für mich natürlich die Frage, was hat das für einen Sinn? Was hat das auch für einen Sinn gegenüber der deutschen Automobilindustrie? Und da kann ich eigentlich nur sagen, gar keinen. Ganz im Gegenteil. Dieses Verhalten, was gerade hier in Berlin an den Tag gelegt wird, vielleicht gibt es auch noch andere Städte, wo es genauso aussieht. Ihr könnt das ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Gerade hier in Berlin wird den Leuten eigentlich weiß gemacht, Elektromobilität funktioniert nicht, weil es gibt keine Ladesäulen. Wo willst du dein Auto aufladen, wenn du irgendwie in einem Wolkenkratzer wohnst oder hier in einer Wohnanlage mit, weiß ich, 6, 8 Wohnungen pro Aufgang? Wie willst du da dein Auto aufladen, wenn es keine Ladesäulen gibt? Und das ist natürlich gerade jetzt problematisch, weil nächstes Jahr werden alle Automobilhersteller wie verrückt ihre Autos auf den Markt bringen und auch verkaufen, weil nämlich der Flottenverbrauch bzw. die Emission nächstes Jahr als Referenzwert herangezogen wird. Insofern werden sie nächstes Jahr, oh Wunder, alle mit mal Batterien kriegen und ihre Autos verkaufen. Glauben sie zumindest, weil ohne Ladesäulen kauft leider auch keiner ein VW ID.3. Was ich schade finde, weil das, was ich bisher gesehen habe, sieht sehr vernünftig aus für ein Auto, was er so lange auf sich hat warten lassen. Das Tollste habe ich jetzt erlebt, hier bei mir in der Nachbarschaft, beziehungsweise sage ich mal, das sind hier Luftlinie, irgendwie 200, 300 Meter Entfernung, befindet sich eine Ladesäule und die war bis, ich möchte mal sagen, bis Anfang Mai, vielleicht war es auch schon im April gewesen, das weiß ich nicht genau, ich habe da sonst des Öfteren mal Elektroautos parken sehen oder laden sehen, war diese Ladesäule mal ausgeschildert. Ich blende das auch nochmal ein, da habe ich nämlich schon mal ein Video drüber gemacht. Ja, und jetzt ist es halt so, dass die Schilder mit mal weg sind und die Ladeplätze halt von ganz normalen Verbrennerautos halt zugeparkt werden, was ja auch in dem Sinne dann auch legal ist, weil es ist ja kein reservierter Ladeplatz mehr. Nur stellt sich für mich dann natürlich gerade die Frage, warum sind jetzt diese Schilder weg?
Und warum kommt denn nicht das Land Berlin mal aus dem Knick und sagt ganz einfach, wir machen jetzt hier mal eine Ladesäulenverordnung für das Land Berlin, wonach auch eine Beschilderung, eine Markierung festgelegt ist, wie sie auszusehen hat. Und dass jede Ladesäule im öffentlichen Raum, also sprich am Straßenrand, auch wirklich für jeden Elektroautofahrer erreichbar ist und freigehalten wird. Dementsprechend sollte dann auch nicht der schwarze Peter bei Falschparkern immer hin und her geschoben werden zwischen der Polizei, dem Ordnungsamt und dem armen Bürger, der versucht, sein Elektroauto aufzuladen. Weil der kann am allerwenigsten was dafür. Und dass die Polizei hier sagt, von wegen, dass das Ordnungsamt für zuständig, das mag ich ja noch einsehen, dass man das an eine Abteilung schickt, die für solche Sachen mehr geeignet ist wie die Schutzpolizei, die ja, wie der Name schon sagt, für unseren Schutz da ist und nicht andauernd hier irgendwelche Autos abschleppen lassen sollte. Das ist eigentlich schon ganz klar. Für mich stellt sich dann aber die Frage, wer wäre dann die nächste Instanz, die dazu berechtigt wäre, diese Autos abschleppen zu lassen und auch Tickets zu verteilen. Das wäre dann also das Ordnungsamt. Ihr könnt gerne mal versuchen, in Berlin das Ordnungsamt zu erreichen. Es gibt da zwar eine tolle Telefonnummer, aber in der Regel erreicht ihr da einen Anrufbeantworter oder werdet darauf verwiesen, dass ihr dann mal eine E-Mail schicken könnt, wenn es schneller gehen soll. Ja, und die E-Mail, die wird natürlich dann erst irgendwie in der nächsten Schicht gelesen und das kann dann halt mal am nächsten Tag sein. Ihr wollt jetzt aber über Nacht das Auto aufladen und könnt es nicht und somit auch am nächsten Tag nicht zur Arbeit fahren. Hallo Berlin, hier ist die Zukunft, nein, die Gegenwart. Entschuldigung, die Zukunft wollt ihr ja gar nicht, so wie es aussieht. Weil, wenn ihr euch für die Zukunft interessieren würdet hier in Berlin, liebe Politiker, dann würdet ihr auch die Ladesäulenverordnung hier endlich mal auf die Beine stellen, dass sie auch funktioniert. Und auch das geklärt ist, wer dafür zuständig ist, wenn sich jemand nicht an diese Ladesäulenverordnung hält. So, und warum wären jetzt bitte schön Ladesäulen, die jahrelang Schilder dran stehen hatten, nur frei für Elektrofahrzeuge während des Ladevorganges? Warum werden diese Schilder jetzt weggenommen und warum bitte schön kann jetzt ein Elektroauto da nicht mehr laden, weil logischerweise auch ganz legitim jetzt Verbrennerautos dort parken? Ich verstehe es nicht und das verstehen wahrscheinlich die meisten Leute auch nicht. Und es ist natürlich auch die Frage, wie sieht es in anderen Bundesländern, in anderen Städten aus? Und hier in Berlin ist es halt dementsprechend, dass es voll von Arsch ist, auf gut Deutsch gesagt. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Also schreibt in die Kommentare rein, wie ihr das Ganze seht. Vielleicht kommt ihr auch nicht aus Berlin und könnt mal sagen, wie es bei euch aussieht mit der Ladesäuleninfrastruktur, ob es da einen vernünftigen Plan gibt, ob die Ladesäulen alle verfügbar sind oder so wie hier in Berlin, dass mit mal die Schilder über Nacht abgeschraubt werden und keiner dafür verantwortlich ist. Also dann bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, diesen Kanal da unten zu abonnieren. Ein Däumchen rauf da lassen dürft ihr auch gerne. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder da seid, dabei seid. Und bis dahin, schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wenn ihr dieses Video seht. Bis dann, tschüssi. Wie bist du denn auf diese Folge hier gerade aufmerksam geworden? Ah, die hat einer davon erzählt. Gibt doch eine Alternative. Einfach den Kanal abonnieren. Geht ganz einfach da unten drauf drücken. Kostet auch kein Geld. Kann man sich auch mit Hartz IV und sonstigen täglichen Leistungen leisten. Und hier gibt es noch ein paar aufs Glöckchen. Ja, einfach nochmal drauf drücken, da aufs Glöckchen. Dann bekommst du jedes Mal eine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade, und musst nicht warten, bis dein bester Kumpel vielleicht mal wieder aus dem Urlaub zurück ist und dir erzählt, er hat ein richtig geiles Video gesehen, nämlich von mir. Also das kannst du dann auch selber rausfinden und selber weiterempfehlen, nicht? Also man muss ja nämlich immer auf andere Leute warten. Einfach mal selbst in die Hand nehmen und mit dem Mauszeiger da unten auf Abonnieren klicken. Ist total einfach und kostet kein Geld.